Schwache Wirtschaftsdaten aus China lassen die Anleger heute in Deckung gehen. Die Stimmung bei den Einkaufsmanagern im verarbeitenden Gewerbe ist überraschend auf den tiefsten Stand seit 7 Monaten gesunken. Kein gutes Zeichen für das Reich der Mitte, denn die Daten deuten auf eine stärkere Flaute in der Industrie hin. Weil China so wichtig für die Weltwirtschaft ist, ist hier auf dem Parkett Rückzug angesagt. Der DAX verliert über 1% auf rund 9.540 Punkte. In New York gibt der Dow Jones kurz nach Handelsstart leicht 0,1% ab. In den Blick rückt nach einem Pressebericht heute RWE. Demnach seien die Aussichten beim Energieriesen weiter düster. Der Gewinneinbruch bei dem Essener Versorger könnte in diesem Jahr noch stärker ausfallen als bisher erwartet. Das Betriebsergebnis werde um 1 bis 2 Milliarden Euro sinken. Das berichtet das Manager-Magazin ohne Angabe von Quellen in seiner am Freitag erscheinenden Ausgabe. Grund dafür soll der Preisverfall an den Strombörsen sein. Außerdem laufe der angestrebte Verkauf der Öl- und Gasfördertochter DEA schleppend. Die Aktie davon unbeeindruckt, plus knapp 0,5% vorne mit dabei im DAX. Hier dürften charttechnische Gründe eine Rolle spielen. Auf der anderen Seite am DAX-Ende nach Geschäftszahlen Henkel minus 4%. Hier stört die Anleger vor allem der vorsichtige Ausblick. Und gucken wir noch auf Facebook. Für 19 Milliarden US-Dollar kauft das soziale Netzwerk den Kurznachrichtendienst WhatsApp. Die Anleger davon nicht so richtig überzeugt. Die Papiere verlieren über 3%.